So, der Adler ist gelandet, der Lurch ist gewürgt worden, meine Blase ist wieder frei und ich kann jetzt wieder ohne Druck und ohne Zwang aufnehmen. Wunderbar. Ja, wir wollten jetzt, was wollten wir jetzt? Wir wollten jetzt Sachen tun, nämlich mit dem alten Mann jetzt reden. Wir haben nämlich alle Gegenstände. Jetzt fragen wir uns natürlich, wie wir das Ganze aufdröseln. Wir reden nochmal mit ihm, vielleicht hat er ein paar Hinweise für uns. Kennen? Ja, wir kennen uns. Ich bin die Lilly. Guten Tag auch. Warte mal. Ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze ge Das hilft mir nicht. Oh, irgend da müsst ihr. Wie soll. Okay, das hilft mir also nicht. Du willst Gucken wir das uns mal die nicht mehr. Hinweise an. Wie jeder weiß, er hat mit Äpfeln im Gepäck. Ja, aber welche Launen hatte er denn, als er den Schatz ausgegraben hat? Das wäre mal interessant. Wo soll ich das denn jetzt herausfinden? Ich hau da mal irgendwas rauf und guck mal. Wir haben hier eine traurige Maske, eine fröhliche Maske, eine wütende Maske. Wir haben das. Wir haben einen Grizzlybären, einen Hirsch und einen Stachelschwein. Wir hauen mal einen Hirsch rauf, weil ich das bei Game of Thrones als letztes gesehen habe, so ein Hirsch. Das war das Wappen von diesem komischen Kerl da. Wie hieß der noch? Baratheon oder so. Dann hauen wir da mal eine Kokosnuss drauf, weil ich das Lied mag. Und was weiß ich, eine wütende Maske von mir aus. So. Das wird's wohl kaum gewesen sein, aber ich will mal gucken, wie er reagiert. Dann können wir vielleicht gleich Fehlerquellen ausschließen. Wir müssen das ja taktisch klug angehen. Warte mal. Ich wollte dir doch gerade noch etwas erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Ah, genau. Jetzt fällt es mir wieder ein. An dem Tag war ich besonders wütend. Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Hier, ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben habe. Inklusive der Bedeutung der geheimen Templersymbole auf den Bodenplatten. Und jetzt lass mich bitte allein. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, das Rätsel um die geheime Grabkammer unter der Kapelle zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt mal erzählen. Leute, mir stand gerade der Mund offen. Habe ich das jetzt tatsächlich auf Anhieb geschafft? Ich habe es auf Anhieb geschafft, einfach nur durch Raten. Rate mal mit Rosenthal. So viel Glück habe auch nur ich, oder? Kann das sein? Na gut. Oh Mann, es kann doch nicht angehen, ey. Wieso habe ich das denn jetzt schon gelöst? Das war doch da gar kein Rätsel, wenn ich das einfach so durch bloßes Reinstellen gelöst habe. Ah, okay. In diesem Buch waren die Erinnerungen des Alten aufgezeichnet. Das meiste war verblichen. Lediglich das Kapitel über den Bau der Klosterkapelle war noch gut zu lesen. Das würde Frank sicher interessieren. Dann zeigen wir das doch mal, Frank. Kann ich selber drin rumschmökern? Kann ich scheinbar nicht. Noch eine. Kann ich jetzt eigentlich daran oder will er immer noch nicht? Hey, das. Och Mann, ich hab dir doch gerade geholfen, deine Erinnerungsstützen wieder aufrecht zu bauen oder so ähnlich oder so fort oder keine Ahnung. Ja, dann gehen wir jetzt mal zu Frankie Boy, Frank Sinatra, und wollen ihm denn mal das Buch zeigen, das ihn hoffentlich hilft. In die Kapelle! Gott sei mit uns. Ich müsste jetzt normalerweise dreimal das Vaterunser beten. Aber kein Bock. Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu? Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Ah. Ah. Ich kann das Rätsel skippen, ne? Also, ist dann das Rätsel gelöst oder schlägt er einfach nur das Buch zu? Ich will jetzt nicht, dass er das Rätsel löst auf einmal. Ja, Was? das muss es sein.
Ich habe das Rätsel gelöst! Nein! Danke, dass du das Buch so lange gehalten hast. Du stehst übrigens im Weg. Darf ich mal? Nein! Nein! Nun, da Frank mit dem Bohren aufgehört hatte, konnte Lily endlich Garrett aus der Reserve locken. Ich hab keinen Speicherstand, Mann! Lily kauerte sich in den Beichtstuhl und wartete. In der Kapelle war alles ruhig. Bis auf Frank, der seine Aufregung kaum zügeln konnte. Wow! Wenn diese Knochen kein Hinweis auf eine Kirchenverschwörung sind, dann friss ich Tom Hanks Doppelkinn! Und was ist das? Hey, hier geht's ja noch weiter. Nur noch diese Steinplatte durchbohren und... Das ist doch ein Schwert! Ein echtes Templerschwert! Ich werd verrückt! Mann, das sitzt aber fest! Ich hoffe, diese Strebe da ist kein tragendes Teil. Der Aufschlag hallte in der ganzen Kirche wieder. Lily war versucht nachzuschauen, doch dann hörte sie Schritte nahen. Oh, das tut mir leid, Freunde der Sonne. Das wollte ich nicht. Oh. Ah, herrliche, willkommene Stille. Endlich kann ich meinen Horchposten wieder beziehen. Ja, Garrett, hau rein. Oh, Mann, oh. Tut mir leid, Freunde der Sonne. Ich wollte das Rätsel nicht abbrechen. Ich habe jetzt nicht gewusst, dass Stardust Skip Buch zuklappen. Ich wollte das Buch erstmal zuklappen und das Rätsel später lösen. Warum hat er das Rätsel jetzt auf einmal von alleine gelöst? Das wollte ich nicht. Oh Mann. Ich habe keinen Speicherstand, deswegen kann ich euch das jetzt leider nicht zeigen. Tut mir wirklich leid. Zum Zuschauen ist das jetzt vielleicht ein bisschen doof. Ihr hättet ja jetzt sehen können, wie ich verzweifle an diesem Rätsel. Jetzt habe ich es einfach übersprungen. Es tut mir wirklich leid. Naja, wie dem auch sei. Der Gnom hat hier wieder rosa Farbe mitgebracht. Ja, wo ist denn unser Frank? Der hat wahrscheinlich jetzt einen Schatz gefunden und ist reich geworden und hat sich über alle Berge gemacht. Das schätze ich mal, ist jetzt der wahre Fall. Er ist nicht tot oder so. Ein Ritterschwert. Juhu, ein Ritterschwert! Lily freute sich immer, wenn etwas übrig blieb, aber meist waren das nur Brotkrumen oder Knochen und so. Aber Garrett ist jetzt eingeschlossen, oder was? Oder habe ich das jetzt noch nicht gemacht? Nee, wir haben ja noch ein Brett. Hey, was soll das? Bist du das, Lily? Findest du das etwa komisch? Lass mich sofort hier raus! Lily war unwohl bei der Sache. Jemand in einen Beichtstuhl zu sperren, war möglicherweise kein angemessenes Betragen für ein braves Mädchen. Andererseits hatte sie Edna damit einen großen Gefallen getan. Sie konnte es kaum abwarten, ihrer besten Freundin davon zu berichten. Ja, dann mal los! Garrett ist also außer Gefecht gesetzt. Sehr gut, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Bevor ich das Kloster verlassen kann, musst du mir helfen, meine Spuren zu verwischen. Der Doktor darf keinen Hinweis darauf finden, dass ich jemals hier war. Könntest du das für mich tun? Aha. Prima. Mal sehen. Als erstes müsstest du den Luftballon entfernen, den ich in der Haupthalle hinterlassen habe. Da ist sogar ein Porträt von mir drauf. Der Doktor würde mich sofort erkennen. Dann habe ich bei der Schuluhr mit Knallfröschen gespielt. Sagen wir einfach, es war Teil eines Wetterexperiments. Und es wäre auch geglückt, wenn ich einen echten DeLorean gehabt hätte. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, einen Rasenmäher auf 80 Meilen pro Stunde zu beschleunigen. Mhm. Und natürlich musst du die Widmung am Schaukelbaum entfernen. Das tut mir zwar genauso weh wie dir, aber einen besseren Beweis für meine Anwesenheit könnte ich dem Doktor wohl kaum liefern. Meinst du schaffst das alles? Aha. Danke, Lily. Du bist die Beste. Hm, vielleicht noch ein Kaffeehaag? Gut. Wir müssen jetzt drei Sachen entfernen. Den Luftballon, die Widmung und die Knallfrösche. Oh, Schei steht jetzt ganz allein hier herum. Oh. Hallo, Lily. Ich habe gerade an Riot Girl gedacht. Riot Girl ist voll cool, weil Riot Girl Shibuya-Klamotten trägt. Ist das nicht unglaublich faszinierend? Zuka findet auch, dass Riot Girl voll cool ist. Und Zuka mag auch Shibuya. Shibuya ist voll cool. Findest du nicht auch? Nein. Ja, das kann einen schon mal nachdenklich machen. Ich denke viel zu viel über so Sachen nach. Mein Kopf ist schon ganz schummrig. Aber Riot Girl ist cool, nicht wahr? Es geht so. Wo ist denn deine Freundin jetzt eigentlich hin? Hat sie mir das gerade erzählt? Ich habe nicht wirklich rauf aufgepasst. Vielleicht erschlage ich sie jetzt einfach mal. Oh, was hast du denn da Tolles? Ist das etwa für mich? Oh, wie schade. Na gut, ja, dann wollen wir noch mal gucken, ob wir die Sachen jetzt mal ein bisschen ins Rollen bringen können. Ich bin immer noch ein bisschen deprimiert wegen dem Rätsel, was ich übersprungen habe. Ich hätte es wenigstens gern versucht. So ein Scheiß. Was ist denn da unten? Ronald McDonald oder was? Hallo?
Geh runter, Lilly. Ronald McDonald, was machst du denn hier? Ist McDonald's pleite oder was? Bist du so deprimiert? Du... Igitt. Noch eins von der Sorte. Verzieh dich. Ich bin heute nicht zu Scherzen aufgelegt. Aha, ich bin ein trauriger Clown, der unter seiner... Nee, wie war das nochmal? Ich bin nur ein trauriger Clown, der eine Maske trägt und darunter seine Tränen zählt. Clown, Fröhlichkeit, Kunststückchen, Zigaretten. Ja, ein Vorbild für die Jugend, kann ich nur wirklich nochmal sagen. Du wunderst dich wahrscheinlich, was ich hier zu suchen habe, oder? Ja. Mein Name ist Ernst. Der lustige Ernst. Und ich habe mich hier als Kindertherapeut beworben. Aber nein, die Oberin hat schon einen anderen gefunden. Diesen Dr. Marcel, ein Irrenarzt. Ist das zu fassen? Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Das habe ich nun davon, dass ich auf Psychologe umgeschult habe. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. Seit Monaten warte ich auf ein Engagement. Ich hätte lieber Klempner bleiben sollen. Toller Clown. Also, ich mag ja keine Clowns normalerweise. Und der hier scheint mir auch besonders deprimiert zu sein. Der weiß auch nicht mal, wo seine Kinder sind. Sehr schön. Jetzt sei doch mal ein bisschen fröhlich. Happapa, happapa. Was? Gefällt dir meine Laune nicht? Soll ich jetzt ein paar Kunststückchen vorführen oder was? Ja. Mir geht's halt mies, weil meine Therapieidee gefloppt ist. Lachen ist die beste Therapie. Super Idee. So ein Dreck. Mach mal ein paar Kunststückchen. Was? Du willst Kunststückchen, nicht wahr? Ich wusste, dass ich das nicht hätte sagen dürfen. Okay, ich schlag dir einen Deal vor. Ich knote dir eine lustige Figur aus einem Ballon und du gibst dann Ruhe, okay? Aha. Also, was darf es denn sein? Uiuiuiuiui, ich will einen Pudel, ich will eine Giraffe, ich sehe ja selber aus wie eine Giraffe. Ich will einen Pterodactylus, ja, warum auch nicht. Ich will einen Schraubenschlüssel, ich will einen Menschen-DNA. Ich will einen Hypercube. Oh mein Gott, einen Pudel will ich. Ein Pudel, der Klassiker. Ja, aber sicher doch. Wow, schön, jetzt will ich eine Giraffe. Eine Giraffe also, oh, wie geistreich. Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Manno! Eine Giraffe. Das ist auch ein Pudel. Was denn? Das ist eine Kurzhalsgiraffe. Wie, die gibt's doch gar nicht. Und ich bin ein Kainohase, oder was? Ein Pterodactylus also. Immer das Gleiche. Ja, den wollen alle Kinder. Aber es gibt nur einen Ballon pro... So, mach mal. Ein Pterodactylus also. Immer das Gleiche. Die sehen alle gleich aus. Ach, glaubst du, die sahen anders aus? Dann zeig mir ein Foto. Schraubenschlüssel, da fällt mir nämlich was Interessantes ein. Da könnte ich nämlich eventuell oben den Kerzenleuchter entfernen, wobei das natürlich sämtliche Regeln der Physik eigentlich würden dem widersprechen. Einen Schraubenschlüssel? Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Einen Schraubenschlüssel? Warum nicht? Mit den Dingern kenne ich mich aus. Klempner, ne? Yay! Ich will aber lieber Menschen-DNA, wenn ich mir das so recht überlege. Das menschliche Genom? Sehr witzig. Das ist doch noch gar nicht entschlüsselt. Wieso nicht? Einen Hypercube? Die Dinger mache ich nicht mehr. Ich renke mir dabei immer die Schulter aus. Mann, ja gut, dann bleiben wir beim Schraubenschlüssel. Den finde ich sowieso viel cooler. Was starrst du so auf meine Zigaretten? Die sind nichts für zart beseitete Kinder. Verstanden? Das stimmt. Rauchen ist ungesund. Gesundheitsschädlich. Schädlich. Frag mich jetzt bitte nicht nach diesem Dr. Marcel. Den Typen würde ich nicht einmal an meine Kinder ranlassen, wenn ich wüsste, wo die sind. Er ist ein verbitterter, böser Mann. Es ist überall bekannt, dass er Kinder hasst, seit er von einem kleinen Mädchen die Treppe hinuntergeworfen wurde. Ha! Geschieht ihm ganz recht, dem alten Fatzke. Geschieht das doch erst nach den Ereignissen von Edna bricht aus? Habe ich mich geirrt? Ja, vielleicht bin ich auch total einer Fehleinschätzung. Das könnte nämlich auch sein. Weil das war ja eindeutig Edna, die ihn runtergeschmissen hat. Oder hat die nicht Alfred? Oh Gott, ich weiß das jetzt gerade nicht mehr. Egal. Früher war ich Klempner, jetzt bin ich Seelenklempner. Fast dasselbe. Was gibt es da nicht zu verstehen? Ich
Schon gut, schon gut. Ich kenne diesen Blick. Du willst noch einen Ballon, richtig? Aha. Aber es gibt nur einen Ballon pro Kind. Ich will meinen Schraubenschlüssel behalten. Den finde ich so toll. Den kann ich wenigstens für was Anständiges benutzen. Ich wüsste nicht, was ich mit einem Luftballonpudel machen möchte. So, dann wollen wir doch mal gucken. Nee. Ich will jetzt mal gucken, ob ich eventuell das Ding damit lockern kann. Lilly möchte ja auch nur spielen. Die meint das ja gar nicht böse. Was Lilly nun tat, entbehrte eigentlich jeder Logik. Und sie hörte bereits die Aufschreie der Online-Rezensenten. Aber sie tat es trotzdem. Ist voll unlogisch. Die Online-Rezensenten klangen heute etwas heiser. Vielleicht sollten sie weniger rauchen. Ach ja. Was ist denn da unten passiert? Ja, wir müssen nämlich an den Luftballon herankommen, wie ihr euch erinnern könnt. Der war ja da oben verfangen. Das hat natürlich alles schon einen logischen Sinn hier gerade erfüllt. Nicht, dass ich jetzt unbedingt den Clown ermorden würde. Der ist ja nicht tot, der ist ja nicht tot. Mensch, da ist er eilig aufgebrochen. Vermutlich hat er woanders ein Jobangebot bekommen. Hat sogar seine Zigaretten hier liegen lassen. Sieht mir aus wie die guten Marlboro. Ja, und hier gibt's mal wieder einen neuen Anstrich. Schön. Geschafft. Jetzt fehlten noch zwei Beweise, um Ednas Spuren gänzlich zu verwischen. Und eine Zigarettenpackung, die nehmen wir natürlich auch mit. Der Clown hatte seine Zigaretten einfach liegen gelassen. Er musste wohl sehr in Eile gewesen sein. Ja, ja, wenn man heutzutage ein Jobangebot hat, dann muss man direkt los. Jetzt fehlten noch zwei Beweise. Okay. Lilly hatte keine Ahnung, wie man raucht. Aber sie wollte es auch noch nicht aufgeben. Morgen. Vielleicht. Ach ja, ich würde sagen, aber jetzt beende ich doch erstmal meine Aufnahme. Das eben war nochmal ein kurzes Nachspiel, weil ich noch Lust hatte, das mit dem Opa auszuprobieren. Ja, tut mir ja leid, dass ich das Rätsel jetzt geskippt habe da eben. Das wird noch wahrscheinlich die nächsten 10 Parts an mir nagen. Naja, wie dem auch sei. Vielleicht habe ich ja irgendwann mal Lust, das nachzuspielen und dann nochmal zu zeigen. Ich glaube aber eher weniger. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Euer Arkus. Tschüssikowski.